Guten Abend. Mein Name ist Susanne Jürgens und ich möchte Sie im Namen des Adalbert-Stifter-Vereins sowie aller Kooperationspartner zu der heutigen Podiumsdiskussion Alles Geschichte herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass diese Diskussion auch in der Zeit des Lockdowns mit allen Teilnehmern an einem Podium stattfinden kann. Zwar ohne Publikum vor Ort, dafür aber vor einer laufenden Kamera und somit vor einem virtuellen Publikum. Ein sehr ungewöhnliches und einzigartiges Erlebnis. Mein großer Dank dafür, dass wir heute Abend hier im Gasteig sein können, geht an die großartige Münchner Stadtbibliothek, die mit dem Mittelpunkt Europa-Verein unser Kooperationspartner in München ist. Die heutige Podiumsdiskussion ist die erste Veranstaltung der Reihe Shared Heritage, gemeinsames Erbe, kulturelle Interferenzräume im östlichen Europa als Sujet der Gegenwartsliteratur, die das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ins Leben gerufen haben. Die Reihe will einem Phänomen nachgehen, das sich in der zeitgenössischen Literatur in Mittelosteuropa seit einiger Zeit deutlich abzeichnet, nämlich der literarischen Rekonstruktion der multiethnischen kulturellen Räume, die es spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr gibt. Dieses Phänomen zeigt sich auch in der tschechischen Gegenwartsliteratur. Mit den Schriftstellern Dora Kapralová und Marek Toman, die heute auf dem Podium sind, werden wir der Frage nachgehen, was dieses mitteleuropäische Kulturerbe eigentlich umfasst und ob dies alles nur Geschichte ist. Die Moderation übernimmt dabei Judith Leister. Sie ist Germanistin, Slawistin und Komparatistin und seit vielen Jahren freie Mitarbeiterin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung. Wie sie über sich sagt, gilt ihr Interesse der Geschichte und Literatur Osteuropas und Österreichs und ganz besonders den alten Verbindungslinien zwischen Mittelosteuropa und der Donaumonarchie. Somit ist sie als Moderatorin für den heutigen Abend mehr als prädestiniert und ich übergebe gerne ihr das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Abend über die tschechische Literatur. Wie Frau Dr. Jürgens schon gesagt hat, ist diese Veranstaltung der erste Abend der Reihe Shared Heritage, gemeinsames Erbe über Kulturräume im östlichen Europa, die in mehreren deutschen Städten ausgetragen wird. Und auch die letzte Veranstaltung dieser Reihe, die am 8. Dezember sein wird und wird ebenfalls hier im Gasteig sein, hoffentlich dann wieder mit leibhaftig anwesendem Publikum. An dem Abend wird der Dramatiker und Prosaist Thomas Perle aus Rumänien hier lesen. Nun aber zu unseren beiden Gästen am heutigen Abend, Dora Kapralová und Marek Toman. Die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Dora Kapralová wurde 1975 in Brno geboren und lebt heute in Berlin. Sie hat unter anderem Drehbuch und Dramaturgie studiert. Ihre journalistischen Arbeiten, sie ist also auch nicht nur Autorin, sondern auch Journalistin, wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis 2016. Sie hat weitere Preise gewonnen, unter anderem bei einem osteuropäischen Slam-Wettbewerb. Sie schreibt Gedichte und Prosa, produziert aber auch Hörbücher. Ihr Winterbuch über die Liebe, so heißt es, wird es im Deutschen heißen, wird derzeit übersetzt. Die Kritik sagte dazu, dass es ein ironisches, provokatives und melancholisches Buch über den Mann und eine Replik auf Peter Esterházys Eine Frau, ein Buch von Peter Esterházy. Vor 2 Jahren kam ihr Berliner Notizbuch als erste deutsche Einzelpublikation im Baleana Verlag heraus. Und dieses Berliner Notizbuch würde ich als eine Art Literatur-Capriccio bezeichnen, ein fantasievolles, spielerisches Tagebuch, das Szenen aus dem Familienleben enthält, aus dem Berliner Alltag und dem Leben, in dem sie zwischen Deutschland und Tschechien hin und her pendelt. Für nächstes Jahr gibt es auch schon ein Projekt von Dora Kapralová auf Deutsch und das wird der Erzählband Inseln sein, wieder im Baleana Verlag.
Ganz links außen sitzt Marek Thoman. Er wurde 1967 in Prag geboren. Dort hat er auch Philosophie studiert. Parallel zu seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er als Diplomat. Er hat Gedichtbände und Kinderbücher veröffentlicht und mehrere Bücher, die unter dem Titel Literarische Fiktion laufen, von denen ich aber noch nicht so genau weiß, ob sie Romane sind, denn sie sind auch noch nicht übersetzt. Und zwar ist das Neptuns Höhle. Da erzählt eine Statue in einem Prager Park die Geschichte des Havlicek-Gartens in Prag und Lob des Opportunismus, das wird derzeit übersetzt, in dem der barocke Tschernin-Palast, also wieder ein ganz ungewöhnlicher Held, in Prag von den Zeitläuften berichtet, bis hin zum Tod des tschechischen Außenministers Jan Masaryk, der aus dem dritten Stock dieses Tschernin-Palasts fiel 1948 oder gestoßen wurde und starb. Die Umstände sind nicht geklärt. Wie gesagt, diese Bücher sind noch nicht auf Deutsch erschienen, aber das Lob des Opportunismus ist in Übersetzung. Marek Thoman widmet sich sehr häufig jüdischen Themen. Er ist selbst jüdischer Herkunft. Seit letztem Jahr liegen nun erstmals zwei Bücher von ihm auf Deutsch vor. Einmal der Roman »Die große Neuigkeit vom schrecklichen Mord an Shimon Abeles« im österreichischen Visa Verlag, der auf einen spektakulären Kriminalfall im späten 17. Jahrhundert in Prag zurückgeht und übrigens spannend ist wie ein Krimi. Ein zweites Buch von Marek Thoman ist die Graphic Novel »Der Prager Golem«. Sie werden die Legende vom Golem aus dem 12. Jahrhundert kennen, der in Prag ein übermenschlich starkes Wesen aus Lehm erschuf, also der erschaffen wurde als übermenschlich starkes Wesen aus Lehm von einem jüdischen Weisen mit Hilfe der Buchstabenmystik. Was ist eigentlich dieses Mitteleuropa, das Thema unseres Abends? Die Frage klingt zunächst so, als wäre sie leicht zu beantworten. Doch Mitteleuropa ist nicht so ganz einfach auszumachen. Wenn man in Lexika schaut, zum Beispiel in den Brockhaus, dann sieht man auf der Landkarte markiert Deutschland, Polen, Österreich und einige weitere Länder. Buchstäblich im Herzen von diesem diesem Mitteleuropa liegt Tschechien. Es gibt weitere Variationen von Mitteleuropa, die erweitert sind um die Niederlande im Westen und Rumänien im Osten. Ein noch progressiverer Vorschlag umfasst auch das Baltikum. Jedenfalls liegt Tschechien immer komfortabel in der Mitte von diesem Mitteleuropa, so scheint es jedenfalls. Mitteleuropa ist aber nicht nur ein geografischer Raum, sondern wie Frau Dr. Jürgens schon sagte, sondern auch ein kultureller Raum. In der Diskussion wird Mitteleuropa oft gleichgesetzt mit den Gebieten der ehemaligen Donaumonarchie, mit einer Kulturlandschaft, die vor noch 100 Jahren multiethnisch und vielsprachig war. Und sie war ein durchlässiger Raum. Man war ebenso selbstverständlich in Karlsbad und Prag wie in Wien und Berlin. Bis der Zweite Weltkrieg kam, die Ermordung der Juden stattfand, die Sudetendeutschen dann vertrieben wurden, die Tschechoslowakei eine ethnische Nationalisierungspolitik betrieb. Es vergingen wieder Jahrzehnte, bis dann die Mauer fiel, Tschechien sich von der Slowakei löste und so weiter und so fort. Der Rest ist bekannt. In den letzten 10, 20 Jahren wird jetzt diese alte Vielvölkerlandschaft von jungen tschechischen Schriftstellern wieder entdeckt. Etwa in Jaroslav Rudisch, Graphic Novel Alois Nebel. Darin sitzt der Eisenbahner Alois Nebel im Jahr 1980 in einer verlassenen Bahnstation im ehemaligen Sudetenland und wird zum Medium einer verdrängten Geschichte. Also er halluziniert Szenen, in denen Wehrmachtssoldaten, SS-Männer, KZ-Häftlinge vorkommen.
Und besonderes Aufsehen erregte in Tschechien das lange tabuisierte Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. 3 Jahre älter ist Radka Dinemarkovas Ein herrlicher Flecken Erde. In diesem Roman, den es auch auf Deutsch gibt, ebenso wie den Alois Nebel, erzählt sie von der jüdischen Gita, die als junges Mädchen 1945 gerade aus dem KZ entronnen, ihren Gutshof im tschechischen Dorf Puklice wieder beziehen will und von den Dorfbewohnern nun ausgerechnet als Deutsche abgestempelt und fast umgebracht wird. Sie kehrt nach vielen, vielen Jahren 2005 zurück und erfährt die gleiche Ablehnung durch die schuldverstrickten Bewohner. 2019 wurde unter anderem übersetzt Katharina Tutschkovas Roman Gerta, das deutsche Mädchen, das nun direkt auf das Thema Sudetendeutsche ging, nämlich auf den sogenannten Brünner Todesmarsch vom Mai 1945, bei dem etwa 1000 Sudetendeutsche in einem Massengrab in der Nähe von Pohorelice endeten. Dora Kapralova und Marek Thoman haben sich in 2 Essays, die extra für diese Veranstaltung verfasst wurden, Gedanken zum Thema Mitteleuropa gemacht. Und ich würde Frau Dr. Jürgens jetzt bitten, uns den Essay von Dora Kapralova vorzutragen. Bitte sehr. Mitteleuropa und seine Adresse. Hast du eine Adresse? Fragt an der Moskauer Metro eine Wohnungslose aus der Begum-Sekte, die erschöpfte Anjuschka, die mit ihrem kleinen, kranken Sohn und ihrem schweigsamen Mann ein unglückliches Leben lebt. Ja, haucht Anjuschka, dann vergiss sie doch einfach, antwortet ihr die Frau. An diesen kurzen Wortwechsel aus einem Roman von Olga Tokarczuk muss ich in Momenten denken, wo ich selbst die Richtung verliere. Was ist denn meine Adresse, wenn ich in Mitteleuropa lebe? Und lebe ich tatsächlich in Mitteleuropa? Lebt Mitteleuropa denn überhaupt? Und sind Berlin, Brno oder Budapest ein Teil davon? Novembernebel vor 3 Jahren. Martin Jankowski, ein ruhiger und sehr rühriger Mensch, ehemals Dissident im Osten Deutschlands, organisiert Begegnungen nicht deutschsprachiger Autorinnen, die in Berlin leben und schreiben. Als Gründer der internationalen Zeitschrift Stadtsprachen veranstaltet er Literatursymposien in Wannsee. In ein paar Tagen treffen sich dort Autorinnen und Autoren aus Israel und Palästina. Vor 2 Jahren war die Berliner Community vietnamesische Literatinnen Thema der Veranstaltung. Kurz, Martin Jankowski und seinen Freunden liegt etwas an der Harmonie des Weltlaufs. Geld bringen sie zusammen, was scheinbar nicht zusammengehört. Und so treffen sich in Wannsee mittels deutscher Übersetzung regelmäßig alle schreibenden Irrgänge, die das Schicksal, die eigene Wahl oder die Not nach Berlin verschlagen hat. Auch ich habe an einem der Symposien teilgenommen vor 3 Jahren. Es trug den Titel Ostpol Berlin. Ich war dort eher unter Fernen geblieben, liefen mit Schreibenden aus Polen, Russland, Bulgarien und Ungarn. Aber kann Berlin denn Osten sein? Schon Name an sich reizte mich beträchtlich. Komme ich etwas aus dem Osten? Ich, eine typische Mitteleuropäerin aus Brno, der bizarrsten Vorstadt Wiens? Und doch nahm ich die Einladung fröhlich verlegen an. Und es war dann slawisch-jüdisch ausgelassen. Die russisch schreibenden Autoren hielten zusammen, polnische Autorinnen schrieben sarkastisch über das Leben im Berliner Exil, ein ursprünglich aus Moskau stammender chassidischer Dichter verteidigte flammend auf Jiddisch verfasste Poesie. Ich las dort eine Erzählung über einen russischen Taxifahrer, einen kriminell netten Menschen. Und hatte dabei ein bisschen Angst, von den russischen Kollegen eins aufs Maul zu kriegen. Kriegte ich aber nicht. Es war ein bewegendes Treffen im Nebel am See, nur war mir am Ende des Tages klarer denn je, dass auch der vergessene Begriff Mitteleuropa im Nebel liegt. Dass seine Grenzen im Schwinden begriffen sind, sich auflösen oder sogar schon ein für alle Mal verschwunden sind. Und auf einmal tat mir das Leid, ganz schwermütig, mitteleuropäisch Leid. Nicht aus dem Osten kam ich, nicht aus dem Westen kam ich, sondern aus einer Welt, die nicht mehr ist.
Aber ich will in Berlin leben, überleben und so nehme ich seitdem wie eine angestochene Begriffsbetrügerin an allen möglichen Aktionen teil, die unter der Rubrik Osteuropa laufen. Zum Beispiel an einem Slam im Rahmen der Osteuropa-Tage letztes Jahr. Ich ziehe also durch die Stadt, gehe in Osten und slamme in Panda Club fröhlich mit Maria Alechina von Pussy Riot. Unbeschwert tauche ich überall dort auf, wo ich mir ein bisschen von woanders her vorkomme und sage mir dabei, dass der Verlust des Urteilsvermögens auch das Privileg innere Freiheit sein kann. Schließlich ist mein Mitteleuropa jenes, das einst aus der K&K Habsburger Monarchie hervorgegangen ist, sowieso schon längst passé. Und bevor man versucht, in den stehenden Gewässern der Visegrad-Staaten zu leben, die seit den 90er Jahren so angestrengt versucht haben, Westeuropa gegenüber aufzuholen, dass sie in die Falle der Frustration, der Nostalgie und des Verderbens gelaufen sind, dann doch lieber die eigene Adresse vergessen und auf Wanderschaft gehen. In Berlin bin ich eigentlich andauernd auf Wanderschaft. Wenn ich mit der Ringbahn 41 oder 42 die Innenstadt umrunde, kommt es mir so oft vor, als durchreiste ich eine ganze Welt. Eine Welt begrenzt von dieser Trasse. Und irgendwo dort in der Mitte liegt auch Böhmisch-Rixdorf mit dem Comenius-Garten, dem Poutnik und dem Schudibel. Uns verbindet das Erbe Mitteleuropas, ein Erbe, das im Schwinden ist. Wer trägt die Schuld daran? Die illusorischen Träume von den Werten Westeuropas, die wir Mitteleuropäer aus dem ehemaligen Ostblock hatten. Der wilde Postkapitalismus, der die Werte des Mitteleuropäertums vergessen hat, Werte, die mit einem Zusammenleben vieler Völker einhergingen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Brno. In einer Zeit der zunehmenden, starrer werdenden Normalisierung, der brüllenden Spartakiaden, der Gasmasken und des eskapistischen Phänomens des Wochenendhauskults. Aber meine Eltern, mein Bruder und ich wohnten auf der Udolni Ulice in einer geräumigen Wohnung aus monarchistischer Zeit mit Stuck, Marmorkaminen und Wintergarten. Die hatten mein Großonkel, ein Fabrikant, und mein Großvater gemeinsam 1937 von einer jüdischen Familie gemietet. Mir ließ das Schicksal dieses Hauses, über das später in den 50er Jahren meine psychisch angeknackste Urgroßmutter Julie einen irrsinnigen Science-Fiction-Roman schrieb, jahrelang keine Ruhe. Denn ein Teil der Familie behauptete, mein Großonkel habe das Haus gekauft. Aber in diesem Frühjahr habe ich im Archiv herausgefunden, dass es sich vielmehr um die Anmietung vom arisierten Besitz handelte. Ganz egal, ob mein Großonkel während des Krieges in Berlin inhaftiert war. Dieses Haus, dieses schöne zweistöckige Haus, dessen Garten sich den Hang zu Burg Spielberg hinaufzieht, dieses Haus hat, kurz gesagt, meinen Vorfahren zu keiner Zeit gehört. Wir haben in einem Provisorium gelebt, und im Rückblick ist mir das klar. Immer schon atmeten seine Mauern spürbar Untergang. Und doch blühen im inneren Garten am Haus auch heute noch die hundertjährigen Rosen, die vielleicht seine erste Besitzerin, Clara Redlich, gepflanzt hat. Clara Redlich war kinderlos und die Ehefrau von Julius Redlich. Diese war seinerseits der Sohn des Jakob Redlich, eines fortschrittlichen Mannes, der einst im Stadtteil Hustopetsche den ersten Kindergarten Mehrens gründete. Clara kam in Theresienstadt um, wo sonst. Und ihr Mann auch. Alle jene, die dieses Haus einst mit dem Optimismus des heraufziehenden 20. Jahrhunderts und der Sezession bevölkert haben, sind verschwunden. Und auch mein Großonkel ist verschwunden, samt seiner Familie. Er floh vor den Kommunisten über Indien und Australien nach Amerika. In unserer Wohnung in der Udolni wohnt heute mein Bruder, der Ziegenzüchter ist. Sein Sohn Felix, der jüngste Bewohner des Hauses, ist 4 Jahre alt und spricht noch nicht. Es heißt, er leide an Mutismus. Er versteht alles, spricht aber nicht. Ist das wohl eine verdeckte Aussage über Mitteleuropa? Ein kleiner Junge, der schweigend durch die Ruinen von etwas wandert, das niemals wirklich im Gleichgewicht war, durch die Ruinen eine Illusion? Ich weiß nicht, warum ich überhaupt von unserem Haus angefangen habe.
Vielleicht, weil die Wände Geschichten erzählen und ich das schon immer gewusst habe, mein Leben lang. Dort in Brno lebte ich in einer Welt, die mir nicht gehörte, und diese Welt ist und bleibt mein geliebtes Zuhause. Vielleicht deshalb bin ich in Berlin zu einer Art Tillandsie geworden, Luftwurzeln. Was ich auch tue, den Fluch des Entwurzeltseins werde ich nicht los. Viel mehr als alle Verluste im materiellen Sinne schmerzt uns Mitteleuropäer, glaube ich, die unterbrochene Kontinuität unseres gemeinsamen Erbes. Die Bilder, die Erinnerungen, die Geschichtenknäuel, aus denen unsere verstorbenen Vorfahren zu uns sprechen, in deren Schlund wir leben wie Goldfische im Aquarium. In der dunklen, geräumigen Wohnung aus dem späten 19. Jahrhundert hat mich die K&K Habsburger Kultur geformt, ohne dass ich es wusste. Eine Kultur, die dazu noch, und das ist der Witz dabei, durch die Zeit der Normalisierung in den 70er und 80er Jahren ihre Würze erhielt. Jeden Mittwoch kam quer durch die Eingangshalle der hochbetagte Herr Hutschig zu meinem Vater auf eine Partie Schach. Hutschig war ein genialer Schachspieler und im bürgerlichen Beruf Kellner im Hotel Slavie. Ansonsten war er ein glatzköpfiger Alkoholiker mit einem Einkaufsnetz voll Bier und Zigaretten Marke Start. Es hieß, dass seine Mutter als junges Mädchen in der Familie von Hugo Haas in Stellung gewesen sei. Zwei Männer spielen Schach. Stundenlang. Das Bier schwindet dahin. Ich schleiche mich durch den dichten Zigaretten- und Pfeifenrauch in der fensterlosen Halle zu einer in Bibel, die in kaum entzifferbare Schwabacher Schrift gedruckt ist und in der ich lese, obwohl ich die Wörter nicht verstehe. Das ist mein geheimes Ritual. Dann wuchs ich aus meiner sozialistischen Kindheit heraus. Die Magie der Schwabacher Schrift verbuchte allmählich, aber ich entdeckte volle Leidenschaft Josef Roth, Arthur Schnitzler und Peter Altenberg. Der Zerfall der Monarchie und die Dekadenz des Untergangs begeisterten mich. Ich zog aus der Wohnung aus und als meine älteste Tochter geboren wurde, entdeckte ich andere Orte. Der schönste befand sich auf dem jüdischen Friedhof nahe meiner neuen Wohnung, doch dort herrschte Ruhe zum Stillen und zum Lesen. Erst jetzt wird mir klar, dass ich dort auf einer Bank an Hugo Haases Grab, dem einzig unverfälschten Bild für das schwindende Mitteleuropa, begegnet bin. Es bewachte mich dort ein Security Boy in Uniform. In Wirklichkeit war es der Friedhof, den er bewachte. Einen ruhigen und freudig traurigen Friedhof, den man auch vom Innen bewachen muss. Vielleicht stimmte er mich versöhnlich, er hätte unter anderen Umständen auch ein Nazi sein können, aber er diente gerade in einer anderen, freundlicheren Welt. Nein, es ist keine Lösung, die eigene Adresse zu vergessen, jene Landschaft, in der wir geboren sind und mit der uns eine geradezu ungesund sentimentale, unverständlich infantile Beziehung verbindet. Eine Lösung ist es, die Sonnenbrille abzulegen, die uns blind macht und um die wir uns mit unserem Halbgeschwister streiten. Brno ist nicht Brüssel, warum sollte es auch? Brno ist aber auch nicht Moskau oder Berlin und erst recht keine Vorstadt von Wien. Solange es uns gelingt, diese unsere Verwicklung mit einer inneren, die Körper von Staaten, Sprachen und Völkern übergreifenden Landschaft in der zeitgenössischen mitteleuropäischen Literatur mit melancholischem Humor zu reflektieren, solange werde ich mich nicht fürchten. Doch zurück zu Herrn Hutschig, geboren im Jahre 1917 in Brünn. Eines Tages blieb er aus, mitsamt seiner Netztasche voll Bier und den drei Schachteln Start und seinem Uniformsacko des weiter im Dienst verbleibenden Kellners im Hotel Slavie. Und auch Mittwoch darauf kam er nicht. Mein Vater kann sich nicht daran erinnern, was damals mit ihm geschah. Er verschwand einfach. Herr Hutschig verschwand. Löste sich in Luft auf wie der Dampf einer Dampflok. Und jetzt auf einem Berliner Balkon mit dem Ausblick auf einen türkischen Kiosk, da fällt er mir ein, der Herr Hutschig mit seinem Start. Er ist wiedergekehrt in diesem Dunst, seinen meandernden Windungen gegen den Strom der Zeit, und ist gleich losgegangen in seinem Dienstfrack geradewegs zurück ins Hotel Slavie, das Karel Moravec 1899 erbauen ließ.
Dort hat er seine altneue Adresse gefunden und dort kellnet er nun für alle drei freidenkenden Gäste, die an ein besseres Morgen in einem gemeinsamen Europa glauben. Schade nur, dass er es in eine Welt tut, die es nicht gibt. Und Sie, liebe Freunde, haben Sie denn heutzutage so eine einzige Adresse? Falls ja, dann vergessen Sie sie doch vielleicht auch. Ja, vielen Dank für die schöne Lesung. Frau Kapralova, mich würde interessieren, Ihr Essay ist ja eigentlich eine einzige große Verlustanzeige. Mitteleuropa gibt es nicht mehr, Mitteleuropa ist verschwunden. Die Menschen in der arisierten Wohnung sind nicht mehr da, die Juden sind verschwunden, gestorben in Theresienstadt. Sie selber fühlen sich entwurzelt oder die Ich-Person dieses Essays fühlt sich entwurzelt. Der Herr Hutschek, der im Hotel arbeitet und begeisterter Schachspieler war, das ist ja auch so eine typisch Prager, wienerische Feuilleton-Gewohnheit, im Kaffeehaus Schach zu spielen, der löst sich in Dampf auf. Was bedeutet es für Sie, wie Sie im Essay ja auch beschreiben, wenn tschechische Literatur und Sie als tschechische Schriftstellerin unter der Rubrik Osteuropa laufen, also Osteuropa? Haben Sie dann das Gefühl, da wird etwas nicht wahrgenommen? Oder wie geht es Ihnen mit diesem Begriff, wir sind hier angeblich Osteuropa in Tschechien? Danke schön für Ihre sehr interessante Frage. Und das ist ja nicht so einfach zu antworten, weil ich glaube, dass wir haben Sie bevor schon gesagt, Tschechoslowakei oder Monarchie, also das war immer der Herzen des Mitteleuropa. Und deshalb glaube ich, dass wir wohnen in Mitteleuropa, die aber leider gibt es nicht mehr. Also was bleibt in meinen Schreiben, ist mindestens etwa wie melancholisches Humor. Und ich glaube, dass mit dem Humor können wir neue Mitteleuropa bauen. Aber die Frage bleibt, wofür und ob ist das realistisch oder ob bleibt das nur für Literatur- und Fantasiewelt. Aber man muss ja feststellen, dass sozusagen dieser eiserne Vorhang hat ja ganze Arbeit geleistet, weil von der westeuropäischen Perspektive aus subsumiert man einfach alles, was mal hinter diesem eisernen Vorhang war, als Osteuropa. Und vor 10 Jahren wurde hier in Deutschland auch mal der Begriff Mittelosteuropa eingeführt, um das vielleicht noch mal zu unterscheiden. Also das westliche Osteuropa vom östlichen Osteuropa. Aber sind Sie der Meinung, das hilft irgendwie, wenn man den Begriff Mittelosteuropa benutzt? Oder löst ja das Problem vielleicht auch nicht? Also ich weiß nicht. Also ich glaube, dass in den 90er Jahren, dass es gibt diese große Illusion, dass zum Beispiel diese Visegrad, diese Länder können in der GW einen eigenen Weg zu finden. Aber dieses Projekt klappt leider nicht. Und meine Frage ist, wenn ich gerade jetzt beobachte die Richtung Europa mit all die vergrößerten Nationalismus, Fundamentalismus und Xenophobie, also ich mit diesem Radikalismus bin ich sehr skeptisch, ob dieser Konstrukt kann wieder erlebt oder. Also die Visegrad-Gruppe wurde ja 1991 gegründet und besteht aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Polen. Und die hat sich ja direkt vereinigt unter dieser Überschrift Mitteleuropa auch wieder. Also und direkt angeknüpft an historische Traditionen aus dem 14. Jahrhundert, wo sich damals schon die Oberhäupter der damaligen Staaten an diesem Ort getroffen haben.
Aber empfinden Sie es nicht als eine Distanzierung von oder eine Nichtkenntnisnahme vom westlichen Europa aus, wenn man sagt, das ist Osteuropa, weil Osten ist sehr weit weg, gewissermaßen. Also haben Sie da das Gefühl, dass Sie wahrgenommen werden von Westeuropa? Wenn Sie das so, diese Probleme oder Phänomen so beschreiben, dann muss ich denken natürlich über West- und Ostdeutschland. Also vielleicht es gibt ähnliches Szenario für Ost- und Westdeutschland wie für West- und Osteuropa. Aber trotzdem würde ich weiter träumen über diese osteuropäische Länder. Zum Beispiel, ich habe gelesen letztes Jahr ein wunderschönes Roman von Doran Rabinovic, in der Gwohin. Und dort habe ich wieder diese mit Nostalgie und mit Humor und mit skeptischem Gefühl, da habe ich immer wieder geglaubt, dass es ist irgendwie möglich, diese K&K Ebene wieder entstauen. Aber vielleicht das ist nur, vielleicht ist das wirklich passe. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wir müssen mindestens darüber schreiben und das erwähnen in der Gwie, dieses verlorene Möglichkeit vielleicht. Ja. Mich würde als letztes noch interessieren, bevor wir dann zum Essay von Marek Thoman übergehen, was ist denn eigentlich Böhmisch-Rixdorf? Das ist offensichtlich in Berlin. Was genau ist das genau? Also Böhmisch-Rixdorf ist eine tschechische Dorf in Berlin. Die war von tschechischen Brüdern Stadtviertel? Entschuldigung, Založena, ich habe gegründet. Und das ist ein besonderes Phänomen und ich habe darüber auch ein längeres Essay geschrieben. Dort gibt es auch Comeniusgarten. Und das ist wieder eine abgegrenzte Paradies, die in Wirklichkeit gibt es nicht. Aber das ist ein wunderschöner, ironisches Ort in der Welt, wo Multikulturalismus lebt. Und doch ist das ein sehr tschechisches Phänomen. Und das war sehr lebendig in dieses Paradox im 215, 16 nach dieser Flüchtlingskrise und etc. Also das ist ein sehr interessantes Ort. Also das kann ich nur empfehlen zum Besuch. Ja, soweit vielen Dank. Dann würde ich gern überleiten zum Essay von Marek Thoman, der wiederum von Frau Dr. Jürgens gelesen wird. Und danach diskutieren wir dann weiter. Warum ich kein Deutsch spreche. Oder Vater-Sohn-Erklärung über die wechselseitigen Beziehungen und deren Entwicklung in der Vergangenheit. Deutschland gibt es nicht. So fühle ich es in den 70er und 80er Jahren, eine Zeit, als eine Reise nach Deutschland für Normalbewohner der Tschechoslowakei in etwa genauso wahrscheinlich ist wie eine Reise zum Mond. Deutschland ist auf der Landkarte angezeichnet, genau wie der Mond im astronomischen Atlas. Wir können es dort anschauen, ein bisschen Geografie lernen oder die Namen der Krater. Das ist alles. Das heißt, Deutschland gibt es nicht. Meinen Vater gibt es nicht. Er ist über die Grenze gegangen, 1968, eine Woche nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei, und er lebt in Westdeutschland. Meinen Vater gibt es nicht. Mein Vater wird beschwiegen, konsequent. Und manchmal ist das Schweigen wirklich groß.
etwa als ich von der Grundschule aufs Gymnasium wechseln soll. Da entfaltet meine Mutter konspirative Aktivitäten. Sie redet mit dem Klassenlehrer und erreicht zu guter Letzt, dass mein Vater in meinen Kaderdokumenten runtergespielt wird. Verschweigen kann man ihn nicht, aber doch zum Schweigen bringen. Diesen Vater, mit dem ich zeitlebens noch kein Wort gewechselt habe. Ebenso still und gründlich arbeitet meine Mutter an meinem Deutsch. Sie sorgt dafür, dass ich die Sprachschule besuchen kann, ist darum bemüht, dass ich vorankomme mit meinem Deutsch. Das ist Teil desselben Maßnahmenbündels, wie ihr insistieren, ich solle Medizin studieren. Femur heißt auf der ganzen Welt Oberschenkelknochen, sagt sie. Und setzt dann nicht hinzu, und du hast deinen Vater da draußen in der Welt. Das meint sie aber. Tschechisch ist meine Muttersprache, Deutsch hätte meine Vatersprache werden können. Dazu hätte ich aber meinen Vater irgendwann mal treffen müssen. Über 20 Jahre lang geschah das nicht, man hatte ihn verurteilt wegen Republikflucht, 2 Jahre ohne Bewährung. Und an die Stelle des Deutschen als der Vatersprache tritt eine andere Sprache in mein Leben, denn mein Tantchen ist Anglistin, ihre Wohnung vollgestopft mit Andenken an die Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik, bevor die Kommunisten an die Macht gekommen sind. Ich besuche sie regelmäßig, sie bringt mir Englisch bei und so überlagert die Tantensprache die Vatersprache. Denn Deutschland ist weit weg, es scheint viel weiter weg zu sein als die Welt, in der man Englisch spricht. Und dann ist diese Welt auf einmal meine, oder es sieht auf jeden Fall so aus. Meinen Vater sehe ich zum ersten Mal im Frühjahr 1990. 22 Jahre bin ich da alt, Student, und für meine Aufnahme an der Hochschule sind neuerliche konspirative Verhandlungen meiner Mutter mit Menschen, die dem Regime nicht wohlgesonnen sind, erforderlich gewesen. Und meine eigenen Erfahrungen als revolutionärer Student sind noch ganz frisch. Wenn wir die Revolution gewinnen, werde ich wohl endlich meinen Vater sehen können, hatte ich schon währenddessen gedacht. In einem unbeheizten Zug auf der Rückfahrt von der Demonstration in irgendeine Kleinstadt, wo ich als Vertreter der Studenten aufgetreten war und fast verhaftet wurde. Das geschah dann letztlich anderswo, aber der Sieg war unser. Mein Vater taucht aus dem Nebenzimmer der Prager Wohnung seines langjährigen Freundes auf, der all die Jahre in der Tschechoslowakei geblieben ist. Er ist geckenhaft gekleidet, dieser erfolgreiche westdeutsche Psychiater. Noch heute sehe ich sein schwarz-gelb kariertes Sakko von mir, die flaschengrüne Hose, das Hemd mit den dezenten roten Streifen, die Manschettenknöpfe, die Mokassins. Noch heute sehe ich die angesteckte Dunhill, die er lässig hält, als wäre sie ein Bleistift, ein Zeigestock oder ein Zepter. Und seinen Gesichtsausdruck sehe ich auch. Er ist... Diesem schicken Typen gegenüber steht ein alternativ aussehender Langhaariger im Pulli, ein Hippie aus einem Land, das in allem 20 Jahre zu spät dran ist. Ich schaue meinen Vater an und erwarte, dass er mir etwas erklären wird. Er schaut mich an, als hätte ich ihm etwas zu erklären. Und er sieht beleidigt aus, was mich erstaunt. Und tatsächlich, er erklärt mir gar nichts, bis ich dann selber viele Monate später frage. Ich muss mich dazu zwingen, aber am Ende tue ich es. Ich bereite meine Frage vor und kippe sie dann hin. Warum er weggegangen ist? Für den Zusatz, warum er Mutter und mich hier gelassen, fällt mir schon die Kraft. Er richtet wieder einmal seinen weltmännisch selbstbewussten und doch irgendwie verklemmten Blick auf mich. Hier waren Panzer, bringt er vor. Ich muss mich ziemlich anstrengen, um nicht zu lachen. Ist das die hohe Schule mitteleuropäischer Ironie? Der schwarze Humor derer, die auf der falschen Seite der Geschichte stehen? Oder was? Ich rede mir ein, dass ich ihn nicht verstehe, obwohl absolut verstanden habe. Schließlich sprechen wir Tschechisch, unsere Muttersprache. Wie sich bald zeigen wird, und zwar als mich mein Vater hier und da seinen Freunden aus dem Ausland vorstellt, ist das Deutsch aus meinem Kopf verschwunden. Und mit dem Englisch ist es auch nicht weit her. Was wird mit deiner Ausbildung? Diese Frage hat mir im Sommer 1990 ein Typ gestellt, der Mitleid hatte mit dem langhaarigen Backpacker, der sich in Florenz durchschlug. Er lud mich zum Café ein,
fühlte mir zur Einleitung ein bisschen auf den Zahn und ließ dann diesen Satz los. Ich weiß nur zu genau, was ich aufzuholen habe. Mein Vater wird mir diese Frage nie stellen. Und als wir dann die Panzer hinter uns haben, frage ich ihn, ob er mir nicht einen Sommerkurs in einem Goethe-Institut irgendwo in Deutschland organisieren kann. Da besuche ich schon eine Englisch-Sommerschule an der Prager Uni, die von einer bunten Mischung unterrichtet. Amerikanische Linke, Abenteurer und Idealisten aller Sorten mit persönlichen Problemen aller Sorten. Sie alle sind gekommen, um das Sprachniveau in unserem befreiten Land zu heben. Mein Vater sieht mich schweigend an. Wieder habe ich seinen Gesichtsausdruck vor Augen. Das Gesicht eines gelangweilten Souveräns, der irgendwo an einem Ort ist, an dem er nicht sein will. Auf das, worum ich ihn gebeten habe, kommt er nie zurück. Warum nicht, erfahre ich etwas später, als mein Vater sich offiziell um den Familienbesitz bemüht, den er bei seiner Abreise meiner Mutter überlassen hat. Damals, als er ihr schrieb, wir sollten ihm nicht hinterherkommen, er werde sich von Mutter scheiden lassen und neu heiraten. Eine ausländische Staatsangehörige, wie er sich ausdrückte, wortwörtlich. Das muss irgendwann vor September 1969 gewesen sein, bevor die Tschechoslowakei ihre Grenzen ganz schloss und alle derartigen Gedanken sinnlos wurden. Als man begann zu überlegen, wie man einen unliebsamen Emigranten in der Familie in den Personendokumenten verschweigen kann. Und ich lerne Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch. Ich will meinen Vater nicht übertrumpfen, nur weiß ich jetzt schon, dass ich ihn ersetzen muss, mir selbst. Ich halte mich an die paar Details, die er über seine jüdische Familie rausgelassen hat, nicht wie ein Ertrinkender sich an einen Strohhalm klammert, aber doch irgendwie so ähnlich. Und treffe mich mit seinen Verwandten in Prag und Israel. Längst sind sie auch meine Verwandte geworden. Und es ist wohl kein Zufall, dass mein Roman die große Neuigkeit vom schrecklichen Mord an Shimon Abeles, ein Vater-Sohn-Verhältnis, zum Thema hat. Basierend auf einem echten Fall von Sohnesmord im jüdisch-christlichen Prag des 17. Jahrhunderts. Ganz sicher ist es kein Zufall, dass mein in der Prager Judenstadt spielendes Kinderbuch Mui Golem in der österreichischen Ausgabe Der Prager Golem von dem Studenten Jakub, einem väterlichen Rabbiner, und dem Golem, einem seltsamen Familienmitglied und künstlichen Mordsturm, erzählt. Und ebenso sicher ist es kein Zufall, dass der Roman Chvála Opportunismu, Lob des Opportunismus, sich eigentlich mit den tschechisch-deutschen Beziehungen auseinandersetzt. Darin erzählt das barocke Prager Černín-Palais von seinen prominenten Bewohnern, dem deutschen Reichsprotektor Reinhard Heydrich und dem tschechoslowakischen Außenminister Jan Masaryk, die beide eines gewaltsamen Todes starben. Wahrscheinlich ist es wohl nicht einmal Zufall, dass der Prager Golem auf Deutsch erschienen ist und Chvála Opportunismu demnächst folgen wird. Ganz offensichtlich kann es auch kein Zufall sein, dass mein Roman Neptunova Jeskyně, die Neptunshöhle, das tschechisch-deutsch-jüdische Zusammenleben im Prager Stadtviertel Vinohrady, Weinberg, schildert, einem Viertel, das während des ungeheuren Aufschwungs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde und das drei Dominanten aufweist. Die Villa des deutschen Fabrikanten Moritz Gröbe, der angeblich jüdische Wurzeln hatte, die Vinohradská Synagoga, Weinberge Synagoge und die christliche Kirche der heiligen Ludmila, Kostel svaté Ludmily. Aus unserer Wohnung eben dort in Vinohrady brach mein Vater damals im August 1968 zu einem Arbeitsaufenthalt im Ausland auf. Wir sollten später nachkommen, wie er sagte. Meine Mutter hat ihn damals noch zum Bahnhof gebracht, was sie sich später selbstironisch übernahm. Ich war dabei als ein einjähriges Baby auf dem Rücksitz wie ein Stück Gepäck. Es wird wohl deshalb auch kein Zufall sein, dass ich in diesen Wochen wieder einmal ins tschechische Grenzgebiet reise und über die verschwundenen ehemals deutschen Dörfer wandere. Genauso wenig zufällig ist, dass ich zurzeit an einem Comic arbeite, der die Geschichten von Kindern vertriebener Sudetendeutsche erzählt. Denn was ist universeller als die Geschichte eines Kindes? Ist die Geschichte von Abraham und Isaac Abrahams Geschichte oder Isaaks? Deutsch werde ich schon noch richtig lernen. Die Zeit habe ich.
Die beiden Übersetzungen hat übrigens aus dem Tschechischen Katrin Janka angefertigt. Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich gern direkt eine Frage an Marek Thoman stellen. In Ihrem Essay spiegelt sich ja diese Teilung, Ost-West-Teilung, direkt in Ihrer Biografie wieder. Ihr Vater verließ die Tschechien zur Zeit oder die Tschechoslowakei zur Zeit des Prager Frühlings. Und Sie betonen, dass Sie von Ihrem Vater kein Deutsch gelernt haben. Er war jüdischer Herkunft und er sprach offensichtlich Deutsch. Und Sie betonen auch noch mal, dass Ihnen das Thema Vater-Sohn-Generationenbeziehung sehr wichtig ist. Und ich finde das auch in Ihren Büchern sehr oft wieder. Zum Beispiel in dieser Graphic Novel, Entschuldigung, da geht ja auch der junge Mann zu dem Rabbiner und lässt sich dort ausbilden und belehren und lernt sehr viel von ihm. Ist dieses Thema Tradition oder Vermittlung von Tradition, ist das auch irgendwie ein Lebensthema von Ihnen? Also von jüdischer Tradition, offensichtlich vielleicht auch von deutscher Tradition? Tak určitě je to tak, jsou to tradiční záležitosti, ale chtěl bych říct, že když jsem teďka vlastně nedávno začal psát komiksy o příbězích dětí odsunutých sudetských Němců, takže jsem si uvědomil, že i tam je něco podobného, protože to jsou také lidé, kteří museli řešit zvraty a předěly ve své vlastní rodině a zřejmě tohle nás všechno spojuje. Ja, es ist ganz bestimmt so, dass es um die Traditionen, um die Anknüpfung geht. Und als ich unlängst angefangen habe, diese Graphic Novels, die Comic zu schreiben über die Geschichten der vertriebenen Sudetendeutschen Kinder, ist mir etwas Ähnliches bewusst geworden, dass diese Leute damals ähnliche Situationen, ähnliche Umbrüche lösen mussten. Und das ist alles, was uns auch in den Familien das der Fall war. Und das ist alles, was uns verbindet. Ich hatte am Anfang in meiner Einleitung schon erwähnt, dass Sie in zwei Ihrer Bücher, die leider gerade noch nicht übersetzt sind, nämlich in Neptuns Höhle und Lob des Opportunismus, Gegenstände sprechen lassen. Einmal eine Figur an einem Brunnen, eine Neptunfigur, und im zweiten Fall dieses Barockgebäude, den Palast. Da würde sich für mich die Frage anschließen, was können die Dinge uns erzählen, was Menschen nicht erzählen können in diesem Fall? Tak tady jde asi o to, že je třeba si představit ten Černický palác, to je obrovská barokní budova a podle mě je to budova, která je mužského rodu. Je to typický macho. Hier geht es vielleicht darum, man muss sich dieses Černín-Palais vorstellen. Das ist ein Riesengebäude und aus meiner Sicht es ist ein männliches Gebäude, es ist ein Riesen-Macho. A jako vypravěč je to osobnost, která je vlastně nesnesitelná. Und als ein Erzähler ist es eigentlich eine Persönlichkeit, die unerträglich ist. Protože všechno ví a hlavně fandí všem, kteří jsou zrovna teď u moci. Weil dieser Erzähler alles weiß und immer für diejenigen ist, die gerade an der Macht sind. Ať už jsou to komunisté nebo nacisté. Also egal, ob es Kommunisten sind oder eben die Nazis. Takže v tomhletom vidíte, že ty moje knihy se sice o nich říká, že jsou to historické romány, ale já si myslím, že ve skutečnosti píšu o naší současnosti. Und an dem kann man sehen, also man sagt über meine Bücher, es wären historische Romane, aber ich denke, dass ich eigentlich über die Gegenwart schreibe. Protože chvála oportunismu je heslo, které by si dneska mohla dát do svého štítu řada nejen středoevropských, ale i evropských politických stran.
Weil Lob des Opportunismus, das ist ein Schlagwort, was sich auf die Schilder einer Reihe nicht nur mitteleuropäischen, sondern auch westeuropäischen politischen Parteien aufschreiben könnte. Möchten Sie das noch ein bisschen genauer spezifizieren? Und jetzt so blíže specifikovat? Já myslím, že je to celkem jasné, protože prostě moc má obrovskou přitažlivost. Ich denke, dass es ziemlich klar ist, weil die Macht eine wahnsinnige Anziehungskraft hat. Vidíme to v těch středoevropských zemích, že prostě moc je velké lákadlo, řada lidí jí podlehne a pak se začnou dít zajímavé věci. Wir sehen es in den mitteleuropäischen Ländern. Macht ist, also es hat, zieht Leute wirklich an und wenn man dem unterliegt, dann passieren plötzlich die eigenartigsten Dinge. Und im Fall der Neptunshöhle, da ist ja die Neptunfigur der Erzähler. Also wie verhält es sich da? Warum machen Sie da eine Statue oder einen griechischen Gott zum Erzähler? Tak je třeba říct, že je to socha, která reálně existuje v asi nejkrásnějším pražském parku, což je Grébovka. Also man muss sagen, das handelt sich um eine Statue, die es real wirklich gibt in dem vielleicht schönsten Park in Prag, Gräbe Park. A to, co jsem říkal o Černínském paláci, tak to bez pochyby znělo dost hrůzostrašně, jakože se u nás v České republice, v Čechách neustále opakují nějaké historické pohromy. Und das, was ich über den Černín-Palais gesagt habe, das klang ganz bestimmt schrecklich, also als ob würden sich bei uns in der Tschechischen Republik laute Katastrophen wiederholen. Kdežto v případě Neptunovy jeskyně jde o příběh pražské čtvrti, která se jmenuje Vinohrady. Aber im Falle der Neptunshöhle geht es um ein Stadtviertel in Prag, das Weinberge heißt. A od konce 19. století zhruba do poloviny 20. století tam v celku idylicky žili vedle sebe Češi, Židé a Němci. Und vom Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts lebten dort idyllisch nebeneinander Juden, Deutschen und Tschechen. A ta moje socha Neptuna obživne, stane se vlastně něčím jako člověkem. Und diese meine Statue des Neptuns wird lebendig und wird eigentlich zu einem Menschen. A má jeden božský dar. Und hat eine göttliche Gabe. A to znamená, že když mluví nějakým jazykem, tak jim mluví jako rodilý mluvčí. Und das heißt, wenn sie eine Sprache spricht, dann spricht sie die Sprache wie als wäre das seine Muttersprache. Takže Češi si myslí, no tenhle ten člověk, to je přece Čech, to je náš člověk, to je vlastenec, to je sokol, to je náš člověk. So dass zum Beispiel Tschechen denken, also dieser Mensch, das ist ein, also unser Mensch, das ist ein Patriot, ein Sokol, der gehört zu uns. A Němci si zase myslí, to je přece takový racionální člověk a chodí je také turner, to je prostě náš člověk. Und die Deutschen denken, das ist aber auch ein rationeller Mensch, der ist ein Turner, der gehört zu uns, der ist unser. A Židé si myslí, ale přece tohle je náš člověk, to je úplně jasné. Und auch Juden denken, das ist doch unser Mensch, das ist vollkommen klar. Takže je to taková hra s idylou, která ale samozřejmě tam je předmětem románového příběhu. So dass es ein Spiel mit einer Idee ist, die dort aber natürlich sozusagen Gegenstand des Romanspiels ist. Vielen Dank. Mich würde auch noch einmal der historische Kern Ihres Shimon Abeles Romans interessieren. Das ist ja eine Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich. Es geht um einen kleinen jüdischen Jungen, der zum Christentum konvertieren will. Und das hat eine tatsächliche Begebenheit zur Grundlage. Können Sie uns noch mal kurz schildern, was damals wirklich geschehen ist oder was man vermutet, was wirklich geschehen ist? Takže odehrálo se to v roce 1694 v Praze.
Also es hat sich im Jahr 1694 in Prag abgespielt. Kdy malý Šimon Abel, kterému bylo mezi 10 a 12 lety, tak náhle zemřel. Es hat sich in Prag im Jahr 1694 abgespielt und der kleine Šimon Abeles, der war damals 10 bis 12 Jahre alt, ist plötzlich gestorben. A jeho otec Lazar byl obviněn z vraždy syna údajně z toho důvodu, že syn chtěl přestoupit ke křesťanství. Und sein Vater Lazar wurde des Mordens seines Sohnes bezichtigt, angeblich weil sein Sohn eben zum Christentum konvertieren wollte. Rodina Šimona Abelese byla židovská rodina. Und die Familie des Šimon Abeles war eine jüdische Familie. A začal soudní proces, který měl řadu rysů, které můžeme vidět i v moderní době. Und so begann eine Gerichtsverhandlung, die eine Reihe von Zügen hatte, die man auch heutzutage sehen kann. To znamená, že úřady se držely své verze, že malého Šimona zabil jeho otec. Das heißt, die Ämter hielten an der These fest, dass der kleine Šimon von seinem Vater ermordet wurde. A zároveň se spustila vlna mediální v podobě letáků, které se tiskly, která byla neuvěřitelně podobná dnešním tabloidům, dnešnímu bulvárnímu tisku. Und gleichzeitig löste es eine große mediale Welle aus in Form von Flugblättern, die gedruckt wurden und die in der Form sehr ähnlich war den heutigen Tabloiden, der Boulevardpresse. Takže ten název toho mého románu zní poněkud lacině senzačně, ale je to v podstatě citace jednoho toho letáku. So dass der Titel meines Romans nach einer Sensation klingt, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Zitat aus einem solchen Flugblatt. Takže kromě křesťansko-židovských vztahů je to možná především román o mediálním prostředí. So dass neben den christlich-jüdischen Beziehungen ist es auch vielleicht ein Roman über einen medialen Raum. Und der kleine Junge wurde, glaube ich, in einer christlichen Kirche dann in Prag beigesetzt. Wie kam das? Došlo k tomu právě proto, protože v atmosféře těch vybičovaných emocí byl považován za křesťanského mučedníka. Es ist deswegen passiert, weil in diese Atmosphäre der hochgeschaukelten Emotionen er für einen christlichen Märtyrer gehalten wurde. Jako jinak dodnes ještě existuje v určitých kruzích určitý kult tohoto prostě kvazi mučedníka. Sogar bis heute gibt es in bestimmten Kreisen einen gewissen Kult, diesen sogenannten Märtyrern. Jinak je pohřbený v Týnském kostele, což je kostel v samotném centru Prahy, v samotném centru Čech, opravdu na tom asi nejdůležitějším duchovním místě. Er ist begraben in der Teinkirche, also in dem eigentlichen Zentrum von Prag, also im Zentrum von Böhmen und von der Tschechischen Republik, an dem wichtigsten Ort überhaupt. Vielen Dank. Mich würde interessieren, und diese Frage geht jetzt wieder an beide Autoren, gibt es in Tschechien ein allgemeines Interesse an dem Thema Mitteleuropa, was ja sehr eng verbunden ist, einmal mit der jüdischen Geschichte und dann auch mit der sudetendeutschen Geschichte? Ist das ein populäres Thema oder beschränkt sich das Interesse eher auf intellektuelle Kreise? Wer möchte antworten? Tak já můžu ten zájem vidět úplně konkrétně při svých poměrně častých cestách turistických do oblasti severozápadních Čech. Ich kann dieses Interesse eigentlich ganz konkret sehen bei meinen relativ häufigen Reisen ins Westböhmen. Na těch hřebenech se potkávám s německými turisty, často jsou to cyklisté, a vyměňujeme si pozdravy. Auf den Bergen da oben treffe ich ganz oft Touristen, also oft sind es eben deutsche Touristen und wir tauschen Grüße aus. Já jim říkám, když poznám, že jsou to Němci, tak jim říkám hallo a oni mi říkají dobrý den. Ich, wenn ich erkenne, es handelt sich Deutschen, sage ich hallo und sie sagen dann dobrý den. Přitom oba dva víme, že se pohybujeme na území, které je zatěžkané hroznými věcmi.
Und dabei wissen wir beide, dass wir uns auf einem Gebiet bewegen, das mit schrecklichen Dingen belastet ist. Ale zároveň tam cítím vzájemnou citlivost, která ve mně vzbuzuje určitou naději nebo dost velkou naději. Und gleichzeitig spüre ich dort eine erhöhte Sensibilität oder Empfindlichkeit, die bei mir eine gewisse Hoffnung weckt. Takže pro mě střední Evropa není daná geograficky, ale opravdu sdílenými hodnotami a mezi ně asi především patří soucit. So dass für mich das Mitteleuropa vor allem nicht kein geografischer Raum ist, sondern es besteht in geteilten Werten und zu denen zähle ich vor allem Mitleid. Frau Kopralova, was meinen Sie, ist das Thema Mitteleuropa in Tschechien oder auch das Thema sudetendeutsche oder jüdische Geschichte, ist das populär von allgemeinem Interesse oder sind es eher bestimmte Kreise, die sich dafür interessieren? Also ich muss zugeben, ich würde sagen, dasselbe wie Herr Marek Toman, dass diese Mitleid ist die wichtige und echte Werte, die uns verbinden sollen oder verbinden sollen. Und es liegt wirklich eine große Hoffnung, ob es wirklich existiert im Berge. Also ich würde sagen, dass von dieser Perspektive Sudetenland aus Bergen, das ist vielleicht die gute Richtung für uns. Sonst, ich kann nicht sagen, dass es ist zum Beispiel konjunkturelle Themen, diese Welle. Also ich glaube, dass Kateřina Tučková war die erste junge Schriftstellerin, die hat über Vyhnání geschrieben, und aber das war notwendig und das kam natürlich in der richtigen Zeit. Aber ich glaube, es ist nicht so populär und es ist auch nicht etwas, was ist die Hauptrichtung in tschechische Literatur. Wie ist denn das Interesse an der jüdischen Geschichte in Tschechien ausgeprägt? Das würde mich auch sehr interessieren. Tak především existuje zvláštní politický jev a to je poměrně značný konsenzus na podpoře státu Izrael, který zatím víceméně se týká skoro všech politických stran. Je to docela zvláštní. Also vor allem existiert seltsame politische Erscheinung und das ist die Unterstützung des Staates Israels, die sich tatsächlich durch alle die politischen Parteien zieht. Potom po Čechách najdete spoustu obnovených venkovských synagog, které jsou opravdu nádherné, jsou prostě svítí tam omítka a je to pěkné na pohled. Und in Böhmen kann man eine Reihe, eine Menge von renovierten Synagogen auf dem Land entdecken. Die sind wirklich schön, der Putz leuchtet und sie sind sehr schön anzusehen. Samozřejmě ty komunity vesnické, židovské už tam dávno nejsou. Diese jüdische Komunitäten gibt es dort natürlich nicht mehr. Ale myslím si, že řada lidí vnímá určité dědictví třeba prostřednictvím svých nějakých rodinných kořenů a že je to poměrně sdílená záležitost. Aber ich denke, dass eine Reihe von Leuten ein gewisses Erbe wahrnimmt, auch ein familiäres Erbe. Ale tím neříkám, že při svých turistických výpravách, když dojdu do hospody v nějaké malé vesnici, v nějaké chudší lokalitě, takže jsou tam všichni prostě míru milovní idealisté, to určitě ne. Aber damit möchte ich nie sagen, dass wenn ich touristisch unterwegs bin und in einem kleinen Dorf einkehre, dass dort alle friedliche Idealisten sind und sitzen. Das ganz gewiss nicht. Jetzt gab es ja schon bei den Diskussionen um die Charta 77, mit der prominente Tschechen wie
unter anderem Václav Havel und Pavel Kohut sich für die Meinungsfreiheit und das Recht auf Bildung einsetzten. Eine Diskussion um die Zugehörigkeit oder Ausrichtung von Tschechien in Richtung Westen oder Osten. Welche Rolle hat dabei Václav Havel gespielt, der ja 13 Jahre lang Präsident des Landes war? Herr Thumann, wenn Sie antworten möchten. Tak příběh, nebo jestli příběh Václava Havla patří do kategorie politických zázraků. Die Geschichte von Václav Havel gehört in die Kategorie der politischen Wunder. Když to zhodnotím z naší současné politické perspektivy, tak mi připadá skoro neuvěřitelné, že takovýto člověk měl takový úspěch a stal se prezidentem. Wenn ich das von der heutigen politischen Perspektive bewerten sehe, kommt es mir fast unglaublich oder unmöglich vor, dass so ein Mensch so einen Erfolg hatte und zum Präsidenten wurde. Ale zjevně dokázal v určitou chvíli kumulovat představy mnoha lidí o tom, jak by Česká republika a Evropa měla vypadat. Aber offensichtlich ist es ihm gelungen, in einem bestimmten Augenblick die Vorstellungen der Menschen darüber, wie das Europa und auch die Tschechische Republik aussehen sollten, zusammenzufassen. On sám ku podivu se stěžoval na nedostatek formálního vzdělání, protože vlastně nemohl vystudovat vysokou školu z politických důvodů. Er selbst beklagte sich darüber, dass er nicht ausreichend formale Bildung genossen hatte. Aus politischen Gründen durfte er nicht studieren. Ale po těch vlastně letech zůstává výzvou, myslím si, nejenom pro Čechy. Aber nach den Jahren bleibt er ein Appell, auch nicht nur in der Tschechischen Republik. Výzvou k tomu, že by se člověk měl chovat slušně k druhým a že by měl být vzdělaný. Ein Appell, dass man sich gut verhalten sollte im Beziehung zu den anderen. No a samozřejmě jsou tady lidé v té samé společnosti, které tahle ta výzva negativně rozpaluje do běla. Und selbstverständlich gibt es in dieser Gesellschaft auch Leute, die diese Appell zu sagen glühen lässt bis ins Weiß. Er hat ja auch schon sehr früh gesagt, dass die Vertreibung der Sudetendeutschen Unrecht war. Also da war er ja schon sehr früh mit solchen Äußerungen. Warum hat es dann dennoch so lange gedauert, bis das Thema wirklich dann noch bearbeitet wurde? Wer möchte? Tak já jsem se tím zabýval naposledy dneska ráno, než jsem šel na vlak. Also ich habe mich damit zuletzt heute früh befasst, als ich zum Zug ging. Protože v tom textu k těm komiksům o osudech dětí odsunutých sudeckých Němců jsme řešili poslední velmi důležité detaily. Weil in dem Text über die Schicksale der vertriebenen Sudetendeutschen Kinder haben wir jetzt über die letzten wichtigen Details gesprochen. A ty detaily se týkaly toho, kdy ten pamětník používá slovo odsun, vyhnání, vysídlení a ještě něco dalšího. Vyhoštění možná. Und bei den Details ging es darum, wann ein Zeitzeuge die Begriffe benutzt. Jetzt ist es eine kleine Herausforderung, eine Vertreibung. Abschiebung aus... Genau, danke. Also Aussiedlung, Ausweisung. Ja. A pro nás je velice důležité, aby to tam bylo přesně tak, jak to ti pamětníci řekli. Und für uns ist es sehr wichtig, dass es dort genauso steht, wie es die Zeitzeugen gesagt haben. Jenže do sametové revoluce se o odsunu nemluvilo vůbec. Stejně tak to bylo ve východním Německu, jak vím. Nur bis zu der samten Revolution hat man über die Vertreibung gar nicht gesprochen und in der DDR war es übrigens genauso. Takže s reflexí toho, co se stalo sudeckým Němcům, je tady velké a znatelné historické zpoždění oproti Německu samotnému. So dass mit der Reflexion dessen, was den Sudetendeutschen passiert ist, gibt es hier eine riesengroße historische Verspätung auch im Vergleich zu Deutschland.
A proto to dodnes vlastně budí vášně a proto je to historický fakt, který spousta lidí vlastně odmítá přijmout. So, dass es bis heute große Emotionen weckt und es ist ein historischer Fakt, den viele Leute ablehnen anzuerkennen. Können Sie uns schon sagen, unter welchem... Sie wollten noch was sagen? Ja, nee, ich wollte nur zugeben, dass Jaroslav Dürich hat geschrieben, dieses kurze Prosa schon in den 60er Jahren, Gotten, Regenboden, aber das war irgendwie verboten und dann hat das Jan Patočka in die deutsche Sprache übersetzt. Aber das war nur einzige Beispiel. Oder später noch, ich glaube, Vera Sladkova hat geschrieben, diese Romanentriptych, aber das war auch irgendwie verboten und kam zuerst einmal in 80er Jahre und jetzt es ist ziemlich vergessen beide, also diese Welle kam wirklich nach 2000, also das war wirklich, das war 12 Jahre nach der sanften Revolution, also relativ spät, also das wollte ich nur erwähnen. Eine letzte Frage wiederum an Sie beide. Warum sind osteuropäische oder mittelosteuropäische Schriftsteller so oft Chronisten der Vergangenheit ihrer Länder? Ich denke da besonders an den Ukrainer, um jetzt mal außerhalb von Tschechien nachzuschauen, an den Ukrainer Juri Andruchowitsch oder den Polen Andrzej Staszuk. Auch bei Andruchowitsch spielt ja die Habsburger Monarchie eine große Rolle und Staszuk begibt sich seit Jahrzehnten inzwischen durch Osteuropa auf den Spuren des Postkommunismus. Wie kommt es, dass die Schriftsteller im östlicheren Teil Europas so oft Chronisten der Vergangenheit ihrer Länder sind? No já bych řekl, že je to tím, že u nás ve střední Evropě tedy čelíme obrovským silám, které chtějí na tu historii buď to zapomenout, nebo ji nějak přeformulovat, přeměnit, a že si to uvědomujeme. Ich würde sagen, dass es deswegen ist, dass wir in der Mitteleuropa uns, also wir einfach Kräften gegenübersehen, die Geschichte vergessen möchten oder sie umformulieren möchten und es ist uns bewusst, dass es passiert. A vzhledem k tomu, že ten prostor je takový jako v dynamickém vývoji a vlastně proměnlivý, tak je to možná důležitější než té stabilnější, doufám, stabilnější západní Evropě. Und weil dieser Raum sich so in einer dynamischen Entwicklung befindet und sich so verändert, ist es vielleicht, denke ich, wichtiger als eben in dem hoffentlich stabileren Teil Europas. Ich denke, dass auch am Ende der Monarchie war das relativ friedliche Zeit für Mitteleuropa und vielleicht das, deshalb ist auch wichtig, diese Ebene wiederzufinden. Sie meinen, bevor die ganzen Verwerfungen geschehen sind? Genau. Der Krieg und so weiter, genau, der Kommunismus. Und ich glaube sogar, obwohl das ist vielleicht zu viel künstliche Theorie, dass es gibt eine Parallele zwischen Europäischer Union und Habsburger Monarchie. Nur Kaiser existiert nicht mehr, aber diese Idee, Multikulturalismus existieren kann in friedlicher Art, also vielleicht das ist der gleiche Traum in der Gwie. Oder? Gut. Liebes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es für Sie ebenso interessant war wie für uns hier.
Wie gesagt, es gibt nächstes Jahr ein neues Buch von Dora Kapralova, nämlich Die Inseln, Erzählband, und von Marek Thoman. Wie wird das Buch über die sudetendeutschen Kinder heißen? Der deutsche Titel, weiß man das schon? Tak ono je strašně obtížné to nazvat. My máme řadu teďka variant názvů a váháme nad tím, protože je to ten problém s tou středoevropskou historií, že pojmenovat to je opravdu problém, navíc v názvu knihy. Also wir haben, also es ist wahnsinnig schwierig. Wir haben eine ganze Reihe von Varianten und wie das heißt, das Buch heißen soll und erwägen Sie, das ist die, also das ist die Schwierigkeit mit der mitteleuropäischen Geschichte, wie man diese Sachen benennen soll. Dann danke ich allen Teilnehmenden und den Zuschauern, der Technik natürlich auch. Und vielleicht haben Sie ja Lust, am 8.12. hier wieder mit dabei zu sein, wenn es um einen Autor aus Rumänien geht. Vielen Dank, auf Wiedersehen.